Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zur Halligalli Megalli Idea. Ich bin der Mr. Merp und ja, der Günner ist auch da. Hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris und alle Halli Megalli Idea Kaffeetrinker. Genau, ich trinke auch gerade einen Kaffee. Kein griechischer Kaffee, sondern ganz ordinärer Filterkaffee, aber Prost. Ich dachte ja, schon mit griechischem Wein oder so, weißt du. Gestreckt. Unter der Woche, wir nehmen ja unter der Woche auf, da ist mir das ein bisschen zu schwer, aber ja, ich weiß, was du meinst. Die Zuschauer wissen natürlich, wir könnten hier vom Mischkrater reden, wo die Griechen den Wein drin mischen. Der Hunger nach einer Schlacht. Ja, das ist ja ein das ist ja auch eine Metapher für Alexanders Großreich. Das wusste ich noch gar nicht. Der hat, weil der die Kulturen ja gemischt hat, ne? Ja, das macht Sinn, ja. Deswegen bezeichnet man das auch so ein bisschen als einen Mischkrug, den der Alexander da geschaffen hat. So. So wie es aussieht, also ich gucke jetzt mal, dass ich jetzt hier in in Italien scheine ich es jetzt so langsam aber sicher alles hier so ein bisschen im Griff zu haben. Ich weiß nicht, was meine gallischen Verbündeten machen. Die stehen an meiner Grenze. Gucken, so wie es aussieht, gierig auf meinen Rasen und denken sich, boah, ist der grün. Welche Fraktion ist das? Die Veneter. Ah, Veneter, die auf Rasen starren. Ein toller Filmtitel. Ja, ich glaube auch. So, ich guck mal wieder beim Verni vorbei, ne? Das hat inzwischen Tradition. Und nun spricht offen. Aber der will immer noch keinen Handel. Das ist, der Typ ist einfach unverbesserlich. So, was ist mit euch? Willkommen. Macht ihr vielleicht Handel? Willkommen. Auch nicht. Setzt euch. Genießt die Freuden meines Hauses und lasst uns eine Übereinstimmung. Da geht gar nichts, ey, bei diesen komischen Mieslingen. Okay, dann ist es halt so. Dann glaube ich, ist mein Zug sogar relativ schnell vorbei. Das Einzige, was ich noch gucken wollen würde, ist Folgendes. Die mackigen Donen. Seid willkommen. Ich werde euch gerecht antworten, wenn ich kann. Ja, das geht natürlich noch nicht. Ich könnte allerdings da zuschlagen. Wie sieht's mit euch aus, ihr kleinen Knossis? Ja, aber das würde ja auch ewig dauern. Nee, die behalte ich mir in der Hinterhand. Okay, dann war das schon mein Turn. Wow, ging echt schnell. Wahnsinn. Ich gebe mal ab an dich. Dinge sind passiert, meine Damen und Herren. Wir haben gar nicht so viel Zeit. Erstmal quasi wurde unser verborgener Agent hier, also wie es aussieht, entdeckt. Was mich allerdings gar nicht so sehr betrübt. Was mich vielmehr betrübt ist, was der Verni getan hat. Der Verni, der alte Averner, der hat uns tatsächlich den Nichtangriffspakt gebrochen. Ich habe mich schon gewundert, warum hier der olle Danorix hier schon die ganze Zeit in Tolosa rumgammelt. Jetzt wissen wir es, die haben vor, hier vorbeizukommen. Weswegen ich vorhabe, jetzt hier meine Armee ein klein wenig zu professionalisieren, damit wir diesen Laden hier auch besser halten können. Ich hole mir auf jeden Fall mal einen massilianischen Hopliten in die Hauptkampflinie. Und da bin ich jetzt gerade im Überlegen. Günner, was würdest du eher nehmen? Zwei massilianische Toreos-Speere oder auch nochmal zwei weitere Hopliten? Das wären die einzigen drei Hopliten, die ich übrigens hätte. Also es gibt da so zur Abwägung. Ne? Ja. Die Toreos-Speere sind eine sehr gute Anti-Kaff-Einheit. Die Hopliten sind auch so stark gegen Anti-Kaff-Einheit, aber die sind ja, wie du vorhin auch mal in meinem Teil gesagt hast, eher dazu da, um die Linie zu halten. Ne? Mhm. Das ist die Abwägung, die du da triffst. Dann nehme ich jetzt hier diese Linienhalttruppen, weil ich habe jetzt dafür die leichten Hopliten rausgeschmissen. Die haben jetzt mir lange, lange Zeit dort als Polizei gedient, aber jetzt bekommen sie gescheites Equip, ne? Nicht nur so Larp-Scheiße. Die waren bis jetzt mit mir, also nichts gegen Larp-Leute, ne? Aber nur um zu zeigen, ne? Also, die waren bei mir jetzt einfach jetzt nicht gut ausgerüstet. Wenn du damit ins Gefecht ziehst, ist Larp vielleicht nicht unbedingt die beste Ausrüstung. Ne? Richtig, so sehe ich das auch. Hier, ne? Genau, jetzt gucke ich mal gerade los, ob ich hier nochmal, was ich nehme nochmal einen weiteren brasilianischen Hopliten mit rein. Dann habe ich vier massilianische Hopliten. Zwei massilianische Hopliten und zwei normale. Das heißt also, die können sich gegenseitig auch gut buffen. Insgesamt fünf Einheiten noch Schwertkämpfer.
Wenn der dann hier wirklich kommt, hoffe ich einfach mal, dass wir dann hier diese Nummer gehalten bekommen. Ich könnte natürlich aber auch einfach sagen, lass es doch einfach einen normalen Hopliten sein. Der ja, ich glaube, wahrscheinlich reicht ein marsilianischer Hoplit. Weil so habe ich dann am Ende dann noch mal ein paar Euro Handgeld übrig. Ich würde ganz, ganz gerne aus Rom meine Armee abziehen und zu unterstützen. Aber Rom hat da noch so ein paar Lateiner, denen ich noch das Latein quasi austreiben muss. Nicht beibringen, eher so die Flötentöne, sage ich jetzt mal. Denn die Griechen, die spielen ja gerne Panflöte, glaube ich. Oder waren das die Griechen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ausgezeichnet. Dudelsäcke. Genau, Dudelsäcke, genau. Die Griechen haben den Dudelsack erfunden, das ist kein Witz. Echt? Ja, die haben den Dudelsack erfunden, das ist kein Witz. Das finde ich ja mal krass. Das ist echt heftig. Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt ja, die wollen immer noch und regt keinen. Mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Okay, das heißt also, ich sehe jetzt einfach mal zu, dass hier jetzt vielleicht mal die keltische Konföderation, die mich eigentlich ganz knorke findet. Ihr ehrt uns, wenn wir fertig gesprochen haben, erwartet uns ein Mahl groß genug für zwei Armeen. Die wollen halt kein militärisches Bündnis, aber solange die halt mit mir verbündet sind, kann es sein, dass die Averner halt dadurch halt ein bisschen leiden. Die Bräuki, nein, mit denen will ich nichts. Die Etruskische Liga. Ich habe übrigens wieder einen Nicht-Angriffspakt mit ein der Etruskischen. Ein guter Schweinbraten wartet auf euch und noch besseres Bier und Mehl. Aber erst. Ja, die labern bloß so laut bei mir. Ich muss das nachher noch irgendwie nochmal einstellen. Bei mir ist irgendwie die Lautstärke hier so ein bisschen. Ich habe ein neues Headset. Der deswegen. Etruskischen Gentleman. Genau. So, so. Komm, mein Freund. Handelsabkommen. Wir sind Männer der Worte und dienen so unserem. Ich würde mir manchmal echt wünschen, dass man das früher erkennen kann, ob irgendjemand bereit ist, irgendwie ein Bündnis oder sonst irgendwie in Betracht zu ziehen. So, das sind die Averner. Das sind doch noch andere gewesen da unten. Irgendwelche komischen Turdetaner oder was weiß ich was. Hier die Piktonen. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr kommt mit ehrenhaften Worten zu mir, die ich mir gütig anhören werde. Nee, ich krieg da einfach gerade eben aus denen nichts raus. Also demnach gebe ich einfach jetzt hier wieder an dich ab. Und dann sehen wir einfach mal. Dieses Mal lasse ich allerdings die Dingens durchtickern, weil man weiß ja nie. Das Gute ist, dass ich weiß, dass ich 10 Turns Zeit habe, bis die Averner mir aufs Dach steigen wollen. Schließt eure mächtige Kraft mit der unseren zusammen. Darum bitte ich euch für mein Volk. Die wollen, dass ich mit den Norikern Krieg anfange. Das Problem ist bloß, das Spiel zeigt mir jetzt einfach mal wieder nicht, ob ich mit den Norikern jetzt hier schon irgendwelche Deals habe, ne? Und deswegen muss ich ablehnen. Das ist halt echt doof so gemacht, dass man das nicht sehen kann, dass man verräterisch dadurch wird. Ja. Das Bedürfnis nach Kavallerie ist eigentlich bei mir gar nicht ausgeprägt, gerade eben ehrlich gesagt. Ich muss mal Reiter sammeln. Wir haben jetzt nochmal einen Rang, der erhöht wurde vom einen oder anderen. Der Adlige hier, der soll die Truppen nochmal um 3% billiger machen. Denn das zeigt am besten, was sie mir wert sind. wir haben jetzt inzwischen hier unsere Truppen ausgetauscht. Mir macht halt nach wie vor die Existenz von dem Typen da so ein bisschen Sorgen. Weswegen ich jetzt hier tatsächlich einen Agenten mir holen will. Oh, das ist nice. Plus 1 auf alle Attribute. Plus 1% Chance auf alles. Das kommt mir sehr, sehr nützlich vor. Kann ich euch behilflich sein? So, ich möchte nämlich jetzt hier mit dieser Agentin hier gucken, ob sie kommen. Diese Mieslinge. Ich erwarte eure Befehle. Darüber hinaus haben wir hier, Moment, nochmal ein paar Skills zu vergeben. Oder ein paar... wie nennt sich das? Fähigkeiten? Nee, diese Traits? Traits, wenn du so willst. Also, Gefolge? Gefolge, genau das Wort habe ich gesucht und nicht gefunden. Dankeschön. Hier nochmal Nahkampfangriff mit allen Einheiten, für alle Einheiten Speeren.
So, also wie gesagt, nach wie vor macht mir Tolosa jetzt halt echt ein bisschen Sorgen, weil im Grunde sind die Ollen Averner theoretisch überall jetzt dazu in der Lage, mir tierisch auf den Deckel zu geben. Dinge, die ich nicht cool finde. Andere Dinge, die ich vielleicht cool finde, sind das hier. Ich kann nämlich jetzt hier ein weiteres Gebäude richten. Was bringt mir eigentlich das hier? Genau, das bringt mir nämlich hier noch mehr Nahkampfabwehr und so weiter und so fort für Einheiten bei der Rekrutierung. Die Frage ist bloß, ob ich das hier machen will oder ob ich auf etwas anderes gehe. Ich könnte nämlich auch auf solche Gebäude hier gehen. Ich glaube, das werde ich tun. Wobei, hier wäre natürlich auch noch was Interessantes. Ja, wobei, auf der anderen Seite öffentliche Ordnung, Wachstum. Wachstum braucht kein Schwein mehr jetzt hier an der Stelle. Nee, ich gehe tatsächlich auf das da, weil der Kollege hier, der bringt mir nichts. So, dann bauen wir das jetzt hier noch rein. Und jetzt machen wir auch mal hier die Charaktere. Was kostet das? Das kostet anscheinend nichts. So, habe ich mal unsere Frau. Und Cousine. Wir sind ja immer noch so ein Inzuchtverein. Hier abgelevelt. Selbiges mache ich hier. Ein paar von den Jungs können jetzt hier ein paar Level-Ups bekommen. Was ist mit dem hier? Kannst du auch eins bekommen? Tatsache. So, so langsam aber sicher finde, dass die Jünger des Zeus nicht mehr so wirklich cool. Aber der Witz an der ganzen Sache ist halt der. Der General, also der Jünger des Zeus ist halt ein General und deswegen ist es am Ende dann doch interessant, ihm eine Beförderung zu geben, damit die Einheiten nochmal um 2% günstiger werden. Günner, was sagst denn du zu sowas? Beförderungen lohnen sich nicht. Das okay. Ist meine Aussage dazu. Es lohnt sich, also ich habe das geplaytestet, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Patches da mittlerweile drüber gelaufen sind. Aber weil wir, also du musst zwei Dinge berücksichtigen, wenn du die, wenn du investierst in deine Generäle. Erstens, es kostet einen Haufen Geld und es wird teurer, je größer dein Familienstammbaum ist. Zweitens, du bringst damit möglicherweise andere Fraktionen gegen dich auf, die dann vielleicht einen Bürgerkrieg anstoßen. Ja, ja, das und ist mir klar. Man könnte, man könnte noch als dritten Punkt hinzufügen, deine Charaktere können ja nicht beliebig alt werden. Das heißt also, wenn eine Beförderung kriegt auf Stufe 4 für 5000 Denare, dann wird er das ja auch nicht mehr so lange halt haben. Ne? Also diese 5% Unterhaltskostenreduktion, die kriegst du vielleicht gerade so mit den Kosten wieder rein, aber es lohnt den Aufwand halt nicht. Ja, weil sie nicht lange genug leben, ja. Ja, genau. Wenn du hier 6 Runden pro Jahr hättest oder so, dann wäre das eine coole Sache. Aber so lohnt sich's eigentlich nicht. Okay. Da lohnen sich dann eher andere Sachen, ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie stehe ich mit den Broiki eigentlich? Ja, aber mir ging es speziell eigentlich eher um anderen Fraktionen, also die nicht meine sind, sondern da ist halt nur ein Charakter drin, der ist bei mir aber auch General. Und dem ein Level zu geben, damit ich 2% weniger für die Soldaten zahle, sagst du, das bringt's auch nicht, oder? Wie gesagt, also die Beförderung auf Stufe 1, die nichts kostet, die ist okay. Die reduziert den Unterhalt, glaube ich, auch. Ja, ja, mir geht's aber auch auf die Gravitas, weil dann entwickelt er ja auch mehr Gravitas. Bei feindlichen, also bei anderen Fraktionen würde ich das sowieso nie machen. Die kriegen keine Beförderung von mir. Nicht mal auf Level 1. Ich weiß nicht, warum ich irgendjemanden von einer anderen Fraktion befördern sollte. Ja, wie gesagt, bei mir geht es halt darum, der ist halt General und das wäre halt minus 2% Unterhalt. Wenn du das gut findest, dann mach das. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich finde es gut, ich mach's. So. Ich sag nur, Leute, ne, vergleicht mal an der Stelle, also ich blende das jetzt auch mal gerade bei mir gleich dann nochmal ein, wenn dieser Part dann online kommt. Vergleicht einfach mal die Regierungsübersicht vom Mörb mit meiner. Die wird wahrscheinlich etwas unterschiedlich aussehen dann. Die ist garantiert unterschiedlich. Also ich habe 78% und bin halt im Pier. 78 ist gut, 78 ist gut. Naja, ich habe da bis jetzt kaum was gemacht. Der Witz an der ganzen Sache ist ja, dass du meistens ja eigentlich am besten mit der Regierung arbeitest, indem du sie ignorierst.
Genau, ja. Oder zumindest die anderen Fraktionen einfach konsequent unschädlich machst, ne? Ja, richtig. Das habe ich ja auch. Also, ich habe ja dafür gesorgt, dass die vielleicht auch mal hier und da mal wohin gehen und dann ist auch mal einer gestorben und so. Naja, was soll's. Ich gebe mal ab. Ich habe gerade eben so eine Leerlaufphase. Überall schwelt was, aber nichts passiert. Ja, ja, ist noch kein Feuer ausgebrochen, ne? Richtig. Und ich laure schon, weil ich wohl losschlagen will, aber ich muss noch ein bisschen warten. Ich habe da noch so einen Waffen, so einen Zwangsring. Abgebrochen. Der Host hat das Spiel verlassen. Ihr seid weise genug, nicht? Hab ich tatsächlich nicht, aber das heißt, wir sehen uns dann gleich wieder. Warte. Der könnte einen Reconnect machen? Ja, ich brech trotzdem jetzt hier mal die Aufnahme ab, ne? Ja, die Aufnahme abbrechen ist okay. Genau. Ja. Natürlicher Tod. Dynamene ist tot. Das ist schlecht. Aber dafür habe ich die Thesmophorien mal wieder. Die mag ich. Die sind gut, ja. Ja, die sind echt cool. Vor allem, weil man natürlich auch in der Zeit echt mehr Kohle macht, wie ich sehe. So, wer ist denn jetzt hier gestorben? Ach so, diese andere Politikerin, für die sich kein Mensch jemals interessiert hat. Gott, 2000 dafür ausgeben, dass die Frau hier nochmal ein Level bekommt. Ich weiß genau, was wir letzte Runde besprochen haben. Sinnlos. Wie kann ich verständlich sein? Wie ihr befehlt. Ich sehe Burdigala. Aber da sind keine Averner. Agentenumsturz. Was macht denn die Fehlleitung? Lenkt einen feindlichen Agenten von seiner Mission ab, verringert seine Bewegung. Ja, das bringt mir original gar nichts, aber ich probiere es trotzdem nicht. Toll, ich kann kein Attentat auf den gegnerischen Agenten machen, weil weiß nicht. So. Ich bin jetzt halt mal am Schauen, ne, was jetzt hier in Tolosa eventuell mir blüht. Denn da könnte mir so einiges blühen. Hier geht auch die öffentliche Ordnung hoch. Hey, ich habe bald, wenn das so weitergeht, in Rom zum allerersten Mal eine grüne Zahl. Das ist dann in der Tat was Besonderes. Ja. Oh ja, ich feiere diesen Moment sehr. So, wir bauen nochmal ein paar Truppen. Was uns hier noch fehlt, wir sind ja immer noch dabei, hier vorzubereiten, sind Fernkämpferli. Seid ihr bereit zu dienen? Dann ist die Armee noch nicht ganz full-stacky. So würde sie full-stacky werden. Ich bleib halt echt bei meiner leichten Kavallerie. Weißt du, ich habe die Werte jetzt schon mehrfach angeguckt. Aber alleine diese Nahkampfabwehr, diese kranke Nahkampfabwehr, die die haben. Mhm. Das ist so einladend. So, jetzt guck ich mal. Kann ich... Stimmt, das bin ich ja selber. Nee, das bin ich nicht selber. Ach, ich bin einfach schwer verwirrt. Die sehen doch hier alle gleich aus. Ist doch egal, wer das ist. Hauptsache, er tut, was ich will. So, lokale Provinz, Geheimdienst, Autorität, Bonus auf die öffentliche Ordnung, maximal plus 5 durch Anwesenheit eigener Kultur. Ich hätte gerne die Sklavenunruhen reduziert. Ich habe damit nicht so gute Erfahrungen. Ansonsten kann ich seine Frau noch irgendwie auf die Reise schicken zu so einer diplomatischen Nummer. Wie wäre es? Das ist auch komplett random, ne? Wenn man die auf diplomatische Mission schickt, da gibt es nicht irgendwie so, schickst sie zu jemandem, den du magst oder den du nicht magst und dann kommt eher dieses oder jenes raus und ist komplett random, oder? Ist immer random, ja. Also, cool. Beziehungsweise die, ich glaube, auch abhängig vom Schwierigkeitsgrad sind die Erfolgschancen immer irgendwie schlecht, ne? Die sind immer schlecht. Sehr schön. Egal, was du tust, das ist sowieso alles scheiße. Ja, genau, ja. So. Okay. Wieder unterwegs. Immerhin weiß ich jetzt, dass da keiner ist. Das sind doch schon mal Informationen, mit denen sich arbeiten lässt. Wie lange dauert es noch, bis ich die Makedonen... Ich werde mir eure Worte anhören und dann ein Urteil fällen. Noch so lange. Bis dahin könnte ja eine ganze Generation durchgetickert sein. Also wie gesagt, ich höre auf, mit den Avernern zu reden. Es macht keinen Sinn. Sie sind offensichtlich Sprecht, mein nicht vernunftbegabt. Entlastet euch der Diplomatie.
damit wir nach der Art einfacher... Sappere Aude, Averna. Sappere Aude. Ein Vertrag. Genau. Das, was er sagte. Ich nehme 2. So. Dann gebe ich mal ab. Wir gucken noch mal ganz, ganz kurz, ob hier noch irgendwas passiert. Das wäre das erste Mal, dass hier nichts passiert. Die haben ja noch eine Armee. Wahnsinn, da ist nichts passiert. Politische Intrige. Konsequenz, unser Diplomat ist mit einem großzügigen Tribut. Es hat zum ersten Mal geklappt. Ja, 5000 Gold. Wow. Was mache ich jetzt nun mit dem Geld? Sinnlos verprassen natürlich. Ich muss dann immer sagen, wir geben es für leichte Mädchen, schnelle Streitwägen und Alkohol aus. Und den Rest haben wir einfach sinnlos auf den Kopf. Natürlich, richtig, genau so macht man das. Ah, oh, ist das der Oberhammer, ey. Hier gibt es noch einen Wohlstand aus lokalem Handel. Nee, also Rom ist und bleibt mein Brotkorb. Die Römer bekommen von mir ihre eigene Rom, Medizin zu schmecken. Rom, die Kornkammer Massiliens. Genau. Das ist der Plan. Moment. Oh. Ja, aber auf der anderen Seite die massilianische Kavallerie. Ganz anders. Warum sollte ich die massilianische Kavallerie nehmen? Das Einzige, was sie... Also sie kann nur 2 Sachen wirklich besser. Moral und Rüstung. Im Rest ist sie schlechter. Das Leben eines Soldaten. Okay, sie ist auch günstiger. Aber... Das sehe ich halt einfach trotzdem nicht ein, dass das jetzt irgendwie ein Argument sein soll, ne? So, okay, also ohne Witz. Ich habe jetzt hier tatsächlich... Es ist das erste Mal in diesem Spiel und wahrscheinlich auch in meinem Leben, dass ich mehr Geld habe, als ich ausgeben kann. ohne es wirklich völlig sinnlos zu verprassen, wohlgemerkt. So, jetzt schicke ich mal meine Agentin durch die Lande, um noch mehr potenzielle Freunde und Feinde kennenzulernen. Nee, also was ich jetzt noch machen kann, ist das da. Das bringt mir auch noch ein bisschen mehr Geld. Ja, komm, hau rein. Die hat das so gut gemacht. Das darf die gleich nochmal machen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist sehr gering. Aber ich schick sie mal nach Rodos. Okay. Ja, also dann beenden wir tatsächlich mal diese Folge, meine Damen und Herren, mit einem Überraschungserfolg. Den, glaube ich, niemand hat kommen sehen. Ich am allerwenigsten. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Macht's gut. Tschüss, Nadee.